Gott, ich bin verzweifelt. Ich muss ein weiteres Fach jetzt hinten drei von hintereinander. Das habe ich noch nie gebracht. Aber ich habe für die nächsten Feiertage auch verdammt viel zu tun nebenbei. Deshalb müssten wir unbedingt mal hier ein paar Folgen hintereinander aufnehmen. Ich kann sie nur hochladen, aber nicht nochmal machen. Die 15 Minuten sagt man, hey, das sind nur 15 Minuten, die hat man doch bestimmt. Man kann so, glaube ich, macht das alles über Nacht, weil ich bezweifle, dass ich in den nächsten Tagen länger als 3 Stunden am Stück am Computer sitzen werde. Ich mache meistens Uploads, wenn ich irgendwie nebenbei ein Video schaue oder so. Natürlich, das wäre ziemlich sinnfrei. Ich habe hier meine eigene Videosammlung. So, das war vielleicht ein bisschen viel. Aber wir brauchen eh keine Holzwerkzeuge, also von daher. Ja, das ist ziemlich tricky. Ach, die bleibt einfach. Ich muss ja nicht alles hier für Leitern ausgeben. So viel habe ich ja nicht mal. So viel Leitern brauche ich nicht mal. Außer vielleicht, wenn ich dann ins nächste Stockwerk eben von unserem Haus dann noch höher bauen will. Und das will ich da oben, das geht mir auf die Nerven. Ich gehe gleich da hoch und... Wie geht's da hoch? Achso, ich bin jetzt irgendwie unter einer Wand. Ernsthaft? Oh! Oh! Halter! Muss hier genau da sitzen! Der Bastard hat sich dahin gesneakt! Alter, ich krieg die... Wir der Arsch kommt noch runter, ich krieg die Krise. Hat er sich genau dahin gesneakt? Was mache ich da? Na komm. Ich mach dich kaputt da oben, ich mach dich kaputt. Das ist ziemlich unpassend. Naja. Der verarscht mich. Okay. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Jetzt weiß ich, was ich da... Warum ich da noch einen Block übrig habe. Muss ja ein Stück Stein rein. Ja, okay, es muss so passen, es muss. Aber was mir trotzdem nicht gefällt. Das macht es nicht besser. Natürlich versetzt die Tür da vorne hin oder hier hin. Na egal, ich versetze einfach mal. Hier hin. Da kann ich nämlich perfekterweise jetzt machen. Ho, ho, ho. Und dann wird der Raum auch ein bisschen kleiner. So und. Jetzt können wir endlich mal Holzbäume. Was? Holzbäume? Arsch ist mit mir kaputt.
Tür, der will uns verarschen. Geh sterben. Den haben wir jetzt weggemoscht. Drübel muss ich den Baum irgendwie versuchen wegzuholzen. Aber das wird irgendwie so ein cooles Baumhaus irgendwie. Dann ist irgendwie, wenn man theoretisch da oben eine Fläche wegmacht, dann baut man hier eine kleine Brücke hin. Dann kann man auf dem Baum rumlaufen. Ja, das mache ich so. Das klingt ziemlich nach was anderem. Also das hat ja man auch nicht jeder. Klar ist dann kein Baumhaus, aber zumindest irgendwas was ähnliches. Vielleicht so eine Fläche, so eine Schussfläche, da könnte man sich oben hin platzieren mit einem Bogen, ein paar Pfeile und ein paar Monster erschießen. Das ist ein Plan. Zum ersten Mal irre ich nicht an Ahnungsrüstung her. Und notfalls muss eben da ein bisschen Waldholz nehmen, aber Truppenholz passt natürlich jetzt nicht unbedingt hier rein. Und das Praktische ist, wir müssen gar nicht mehr da oben rein. Das ist eben blöd, wenn man jetzt mal vom Keller erst nach oben muss. Ich sage, ich mache unten weg. Das sei hier aber gerade neu. Er verarscht mich. Dafür kriegst du kein Essen. Also, der ist im Bauch. Der braucht kein Essen, der ist hart. Er schafft 10 Jahre ohne Essen. Ja. So, jetzt können wir. Ja, jetzt haben wir zumindest. Drei Bäume angepflanzt, denke ich mal. Oh Gott, das musste jetzt sein. Ich jag ihn hier runter. Gut, der hat mich auch fast runtergejagt. Jetzt die Tür her. Habe ich die da nicht eingesetzt? Habe ich die da rausgenommen und nicht eingesetzt? Warte, ich habe doch mal irgendwann mal Wolle gefunden. Jetzt ist der Minecraft-Tag auch wieder schon fast vorbei. Das gibt's nicht. Und die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Wo ist nun die Zeit hin? Jetzt wird bestimmt aus dem Staub gemacht. Das ist in Mexiko. So, jetzt haben wir ein paar Bäume gepflanzt. In Anführungszeichen ein paar. Und trotzdem noch viel zu wenig. Ich habe noch immer eine große Masse für unser Haus und eine noch größere Masse für die Zukunft. Können wir einfach so aus Scheiße eine Stadt hinbauen. Oder eine Art Hafen, also wirklich wie ein Hafen könnte man hier hinbauen. Jetzt fehlt wieder hier der Block. Da
Das ist der Enderman, ich weiß es. Der Arsch klaut immer die Blöcke. Ja Gott, sich verprügelt. Ich denke schon, wieso fehlt da ein Block? Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich bekommen? Von den paar Bäumen, die wir abgeschlachtet haben. Ja, ich schaue ein bisschen mal gleich nach. Ich will die drei Setzlinge natürlich noch verbauen. Oder vier. Das ist ja dann, obwohl dann, hier geht's ja von der Theorie dann. Ja, hier geht's. Ist hier noch einer gewachsen oder gehört er dazu? Na, da ist noch einer gewachsen. Weil den haben wir doch irgendwo hier abgehackt. Da wächst einfach ein anderer Baum daneben. Ja, umso größeres Aussichtsfeld hat man da. So, auch wenn wir nur 33 Blöcke bekommen, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt viel. Ist er denn? Warte, jetzt hoffe ich überhaupt. Ich sag, wo ist er denn? Und dann weiß ich mal, was ich suche. Oh Gott, ich habe mich echt manchmal verprügelt. Holz bekommen wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen raus. Hier könnte man eine Art großes, riesiges, großes Wohnzimmer machen. So, da mache ich hier eine Art Dusche rein oder so. Einfach mal um ein bisschen Platz hier zu verbrauchen. Ja, wir müssen auch unbedingt mal wieder ein bisschen. Ja, das sind. Die sind schnell gewachsen, muss ich sagen. Jetzt auch mal wieder ein bisschen Kohle farmen gehen. Ja, und das natürlich erst am Ende der Folge. Bis dahin, tschüss.